in Nordirland. Und das liegt wohl vor allem am Brexit. Unsere energetische und ökologische Zukunft braucht Atomstrom. Umfassende Reportagen, Hintergrundberichte und aktuelle Beiträge. Das ist eine Jahrhundertchance für Europa. Jetzt nimmt das Land den Kampf auf gegen die Holzmafia. Wir werden das weiter beobachten. Das Europa-Magazin, Sonntag, 15.30 Uhr auf Tagesschau 24. Corona-Neuinfektionen auf Höchststand. Braucht Deutschland eine Impfpflicht? Darüber diskutiert Anne Will mit Ministerpräsident Markus Söder. Katrin Göring-Eckardt von den Grünen. Der Präsidentin des Deutschen Pflegerats Christine Vogler. Der Medizinethikerin Alena Büchs. Und dem Vorstandsvorsitzenden des Weltärztebundes Frank Ulrich Montgomery. Montag, 20.15 Uhr auf Tagesschau 24. Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Diskussion über Maßnahmen wegen steigender Corona-Zahlen. Der Ärzteverband Marburger Bund fordert eine Impfpflicht für bestimmte Berufe, etwa im medizinischen Bereich oder für Lehrkräfte. Der Präsident der Bundesärztekammer Reinhardt verlangte in der Passauer Neuen Presse eine verpflichtende 2G-Regel für Restaurants und Veranstaltungsorte. Die 7-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 183,7. CDU startet Bewerbungsverfahren für Parteivorsitz. Bis zum 17. November können sich Kandidaten für die Laschet-Nachfolge melden. Sie müssen dabei etwa von einem Landes- oder Bezirksverband unterstützt werden. Später sollen dann die rund 400.000 Mitglieder befragt werden. Als interessiert gelten etwa die CDU-Politiker Merz, Röttgen und Spahn. Globale Proteste zur Weltklimakonferenz. Allein am Tagungsort Glasgow gingen zur Halbzeit des zweiwöchigen Treffens Zehntausende auf die Straße. Proteste gab es auch in London, Paris, Amsterdam sowie in vielen weiteren Städten weltweit. Die Demonstranten kritisieren die bisher beschlossenen Maßnahmen zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes als unzureichend und fordern mehr Tempo beim Klimaschutz. Messerattacke in einem ICE in Bayern. 3 Menschen wurden schwer verletzt. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Angreifer fest. Es handelt sich offenbar um einen 27-jährigen Syrer. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Der Zug war zwischen Regensburg und Nürnberg unterwegs. Die Ergebnisse der Fußball-Bundesliga. Bayern München schlägt Freiburg 2:1. Wolfsburg besiegt Augsburg 1:0. Stuttgart verliert gegen Bielefeld 0:1. Bochum gewinnt gegen Hoffenheim 2:0. Und Leipzig gewinnt gegen Dortmund mit 2:1. Das Wetter. Morgen südlich der Donau teils sonnig, teils neblig, trüb und trocken. Sonst wechselhaft mit vielen Wolken, Regen und Schauern sowie einzelnen Gewittern. In der Nordhälfte windig 4 bis 12 Grad. Vieles gelang und wenig ging ihm daneben. Uwe war der King, so ist das eben. Er macht das Spiel, wenn sein muss, auch allein. Kann ich hier stehen bleiben? Hier ist am wärmsten. Vergiss den Uwe nicht, dann versäumst du deine schönsten Stunden. Jetzt Uwe Seeler. Aber es ist noch genauso wie vor 60 Jahren.
Wir haben noch so viel vor uns. Ich weiß manchmal nicht mehr, ob wir das schaffen. Oder? Ich komme jetzt mal mit zu Ihnen hier rein. Ja, gerne. Kommt hier. Mach ihn mal ein bisschen hübsch. Ne? Da braucht ihr lange für. Haben Sie sich heute Morgen ein bisschen eingecremt? Ich habe Nivea drauf. Ich mache mal einen ganz kleinen Kleck. Ja, kann gerne was tun. Das ist jetzt der nachträgliche Hochzeitsspaziergang. Lass uns hier gehen, Digga. Das ist für dich besser. Das ist besser. Ja, das so, ein ist bisschen weich. Gefällig hier. Ja. So. Ach, du ahnst das nicht. Sag mal, du hast eine selbstbewusste Frau dir ausgesucht. Nein, ich habe schon gewusst, was ich nehme und was ich nicht nehme. Und das, wir haben uns, glaube ich, recht gut verstanden. Ja. Ne? Und da habe ich gesagt, das ist die richtige. Und wir haben ein schönes Leben hinter uns. Vorsichtig. Und immer noch. Also, oder? Vorsichtig, die 60 Jahre hast du bis jetzt gut überstanden. Ja. Was fandst du an der richtig gut, an der Ilka? Ich weiß. Soweit ich sie kennengelernt habe, war sie mir sehr sympathisch. Sah sehr gut aus. Und war auch in ihrem ganzen Wesen sehr nett. Und das hat ja auch gleich geklappt. Mhm. Wenn ich gesagt habe, ich bin jetzt so und so lange weg und war da, habe das übergeben und habe sofort Vertrauen gehabt zu ihr. Ich kannte ja seine Fußballmannschaft auch, alle Jürgen Werner, Klaus Stürmer, Horst Michalke, alle. Hast du den Besten ausgesucht? Ich denke ja. Im Nachhinein ja. Ich hätte keinen anderen heiraten gemacht. Ernsthaft. Hier haben wir gesessen. Ich da dran. Da haben wir gesessen. Wie wollen wir damit bloß umgehen, mit den Gedanken, Gott, ja. Den ganzen Tag? Ich finde das toll. Erinnerst du dich noch? An die Trauung und an die Hochzeit habe ich natürlich gute Erinnerungen, ne? Du auch, ne? Ja. Es hat ein bisschen geregnet, weißt du das eigentlich? Ja, so ein bisschen, aber nur leicht, ne? Ich weiß nicht mehr, was für ein Auto das war, aber mit irgendeinem großen Auto sind wir hier vorgefahren. Die waren alle erfreut und jubelten. War sehr schön. So vergeht die Zeit. Ja. Schnell. Viel zu schnell. Komm, lass uns gehen. Ach, aufpassen. Steht der Uwe da ganz alleine rum hier. Ach, Mensch. Na? Wie geht's? Wie geht's dir? Danke, mir ist langsam besser. Ja? Aber tut sich schwer. Tut sich schwer, ne? Ja, ja, im Alter. Schon gehört, ja. Im Alter wächst das nicht so schnell wieder. Ja, aber wie ich so gerne möchte. Ja, aber du hältst ja durch, ne? Aber jetzt geht's, muss man durch, ne? Und sonst geht alles gut. Prima. Ab und zu sehe ich dich ja. Ja, na ja, nun. Wunderbar. Wie ist mit der Puste? Gehen wir ein Stück? Die Bank ist unsere. Die Bank ist unsere, genau. Das ganz neues Bild Uwe auf der Bank. Das hat es eigentlich nicht gegeben. Nee, lange nicht. Olli, was hast du denn für Erinnerungen an Uwe aus deiner Jugend oder gar Kinderzeit? Jeder, der gekickt hat in der Schule, jeder wollte wie Uwe sein. Und Uwe war mein Held, Punkt. Uwe war ein normaler Mensch, aber trotzdem, und vielleicht gerade deswegen, als Vorbild einfach ein absoluter Weltstar. Ich weiß nicht, ob es zu deiner Zeit einen besseren Mittelstürmer gab. Ich würde mal sagen, nein. Es gab sicherlich noch ein paar gute, aber ja, das. Aber nicht so wie du. So wollte man sein. Ja. Tor!
Ich bin 1960 geboren und bin natürlich in allerfrühester Jugend in meinem ersten Verein, ganz kleinen Verein in Hanau aufgewachsen. Und da war für uns klar, Uwe Seeher, Fußballschuhe. Blaue Sohle unten von Adidas, wunderbare Schuhe. War ganz stolz darauf, dass ich damit dann spielen durfte und bin eigentlich dadurch schon mit Uwe Seeher in Kontakt gekommen. Heute lachen ja immer viele, wenn man sagt, man ist HSV-Fan, weil das ist natürlich eine ganz andere Zeit gewesen. Der HSV war ein überragender Verein zu der Zeit. Und ein Tor von Seeher! 1:1! Die deutsche Fußballmeisterschaft 1960 ist entschieden. Sie ist entschieden zugunsten des norddeutschen Fußballmeisters, zugunsten des Hamburger Sportvereins. Und das ist eben auch das, was man vielleicht so im ureigensten Sinn ein Vorbild nennt. Irgendwann werden sie dich wahrscheinlich in Bleigold, werden sie irgendwie so eine Statue gießen und dann steht die auf dem Rathausmarkt oder so. Das wird passieren, ganz sicher. Den kennen Sie noch in 100 Jahren, in 200 Jahren. Ich finde das Schönste, was es auf der Welt gibt, normal zu sein. Ja, das ist einfach mein Leben. Also, ja. So bin ich und so möchte ich auch bleiben. Und was die Menschen damals und auch die, die sich daran erinnern und die noch das Herz am rechten Fleck tragen, so wie du, auch heute noch empfinden. Also das ist dann einer von uns. Es gibt viele Sonntage in der Woche bei uns, aber es gibt auch mal einen Freitag, wo es nicht so gut läuft. Ist doch logisch. Also es ist, wie es ist. Man muss sich schon Mühe geben im Alter. Aber man sollte es lohnt sich. Wir können nicht mehr ordentlich gehen, nicht mehr ordentlich sehen, nicht mehr ordentlich hören. So, und das musst du immer mal auffangen. Und immer hat man nicht gute Laune. Nur hoffe ich, dass ich jedenfalls irgendwann wieder vernünftig gehen kann, ne? Ohne diese Dinger da. Und aber das glaube ich auch. Mäuschen, das wird nie wieder so, wie es einmal war. Nein, das weiß ich ja. Das habe ich ja nun. Das muss man sehen. Das habe ich ja nun erlebt. Das muss ich mir abschminken, das ist klar. Moin, Übchen. Oh, 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 Mensch. Happy. Schön, dich zu sehen. Geht's gut? Hauptsache, du bist da. Ja, alles gesund. Alles gut? Ja, so weit. Ich habe ja viel Freiheit gehabt. Nachher, wo er noch mehr unterwegs war. Denn das ist ja nicht einfach Beruf und Fußball zusammen. Ich war fast nie da. Ich vertrete eine sehr große Sportschuhfabrik. Außerdem eine Ballfabrik. Tischtennisartikel und Trikotagen. Er ist so viel unterwegs gewesen. Dann hat er in der Tür gestanden und dann hat er gesagt, Ilka, denk dran, den Handwerker musst du noch anrufen und den musst du noch holen und tschüss und in 8 Tagen komm mal wieder, dann war alles fertig. Ich bin sehr zufrieden und mein Leben war wunderbar und das habe ich meiner Frau zu verdanken. Mein Leben war richtig so. Jungs, jetzt aber rein. Guten Appetit. Schön bei euch. Ich bin ja immer schön. Ach so. Das geht? Ja, passt. Also, wir schieben ein bisschen.
So. Sag mal, was für habt ihr denn für gemeinsame Geschichten eigentlich? Sammy, du bist ja der Jüngste. Was verbindet dich mit Uwe? Als ich ein ganz kleiner Junge war, mein Opa wohnt in Hamburg. Ich wohnte in Hamburg. Ja. War Hamburger. Und Uwe marschierte so langsam los und wurde dann noch international. Und es gab hier nur Radio bei uns, kein Fernsehen. Da saß mein Opa, Opa Lierk, vor dem Radiosender. Und jedes Mal, wenn der Name Uwe Seeler kam, liefen ihm die Tränen unter. Opa war so gerührt. Opa war, wenn Uwe Hamburger Ober, das war für mich das erste Erlebnis mit Uwe Seeler. Ich habe ihn auch auf dem Platz erlebt. Und danach, nach dem ersten Spiel, wusste ich genau, warum er so erfolgreich war. Er konnte sich durchsetzen, der Dicke, nicht nur auf dem Platz, sondern auch verbal gegenüber seinen Mitspielern und den Gegnern. Das war sensationell. Er wollte nur eins, Erfolg haben. Und er hat eins gehasst, wenn irgendwas nicht klappte. Dann hatte ich als junger Spieler dann bei Werder Bremen in der ersten Mannschaft spielen durfte. Und es ging den HSV ging. Da habe ich Uwe vor dem Spiel als Kofferträger kennengelernt. Der HSV-Bus hielt am Stadion. Die Spieler stiegen alle aus und alle waren. Ich selbst war ja auch gespannt. Ich habe ihn ja vorher lebhaft noch nicht gesehen. Und dann kam er schwer bepackt mit einem oder ich glaube sogar zwei Koffer. Ich denke, Mensch, das Kind, der trägt sogar Koffer. Das ist ja wirklich ein Vorbild. So ein Fußballer. Den haben wir noch nicht wieder. Er vermittelt etwas Großartiges. Er hat ein großes Herz. Immer wieder in Hochachtung, Dicker. Und das eine darf ich dir sagen. Bleib uns noch ein bisschen erhalten. Ich glaube, das i-Tüpfelchen auf allem war, dass er die italienische Anfrage nach etwas längerer Überlegung abgelehnt hat. Und jeder wusste in Deutschland, jetzt steht es auf der Kippe, geht Uwe nach Italien oder nicht? Geht er zu Inter Mailand oder nicht? Wie war das damals? Gehen wir nach Italien oder bleiben wir in Hamburg? Und dann kam die Entscheidung, wir machen es nicht. Na, sag du mal, und dann sag ich meine Sache. Ja gut, ich hatte ja gutes Geld verdient als Vertreter für Adidas. Und insofern haben wir uns beide dann gesagt, dann brauchen wir uns das nicht aufladen. Und wir waren glücklich und zufrieden. Ja, ne? Völlig richtig. Ich glaube, so ist es gekommen, dass ich gesagt habe, nee, ich bleib hier. Hast du es bereut? Im Endeffekt habe ich nichts bereut. Nee. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und wir waren schon so weit, dass wir eingeteilt haben, wer unser Haus so lange übernimmt und dass wir den Hund mitnehmen können. Also die Gespräche sind schon gefallen. Aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, da haben die Italiener einen Fehler gemacht. Mit wem haben sie denn gesprochen? Mit Uwe. Die haben keine Frauen mit einbezogen oder mal reingeguckt, wie wir wirklich leben. Da haben die einen Fehler gemacht. Gott sei Dank. Er hätte schon diskutieren müssen. Mit Uwe und mit mir. Wir wussten nur, es gibt mehr Kohle. Aber mit mehr Kohle konnte man uns oder Uwe nicht locken. Wir haben auch nie wieder darüber gesprochen. Ne? Nee. Es war erledigt. Er war ein Symbol für Treue. Er blieb bei seinem HSV. Der hat nie abgehoben. Der hat sich zu dem, was er ist, immer völlig glaubwürdig gelebt. Und deswegen ist er einer der Allergrößten. Ja. Bei uns im Schulhof und so, also alle haben darüber geredet, was das für eine Erleichterung war. Uwe bleibt hier. Ja, damals war das halt auch noch nicht so gang und gäbe. Jetzt auch ins, vor allem ins Ausland zu wechseln. Und der hat die Möglichkeiten gehabt, konnte nach, damals gab es ja nur Italien in dem Sinne, was Sinn gemacht hätte, das hat er abgelehnt, die sind in Hamburg geblieben und klar, die Leute danken ihm es heute noch und auch zu Recht, auf jeden Fall. Ich weiß nur, dass ich den Ball hatte und einen umspielt hatte und den zweiten auch umspielen wollte, dann einen Schlag bekam und versuchte weiterzulaufen und dann nochmal einen Schlag bekam, das war sicherlich der Riss der Achillessehne.
Ich saß auf der Tribüne. Ich kann mich genau erinnern. Es hat erst mal einen Knall gegeben. Und dann blieb er liegen. Und da habe ich gesagt, da ist was Ernsthaftes passiert. Sonst bleibt er nicht liegen. Na ja, und dann haben wir dann ja gesehen, was passiert ist. Also ich musste schon damit rechnen, dass eventuell Feierabend ist. Aber da hätte ich ja auch nichts gemacht. Wir haben auch nie ernst davon gesprochen, dass Schluss ist. Das haben wir gar nicht an uns rankommen lassen. Nee, aber es war schon eine schwere Zeit. Erst mal operieren und machen und dann sehen, wie es weitergeht. Ja. Ich möchte keine Prognosen stellen. Es braucht sicherlich sehr lange Zeit, aber ich hoffe und wünsche, dass ich zumindest im September beim Qualifikationsspiel wieder dabei sein kann. Ich meine, wie viele Monate später hast du wieder gespielt? Ein halbes Jahr später, ne? Wahnsinn. Ja, war die WM ja, ne? Da war das ja ein... Ja, ja. Aber das war für mich auch überraschend. Mhm. Aber Quälerei war es auch. Mhm. Sonst bin ich ja nicht so geduldig, aber da war ich immer sehr geduldig, weil ich gesund werden wollte. Abgewehrt, aber dann noch einmal. Schuss! Schuss! Deutschland führt 2:1. Uwe Seeler aus Hamburg hat das Tor erzielt. Ist es uns als Fußballfans eigentlich bewusst, dass das eines der wichtigsten Tore gewesen ist? Machen wir das nicht, scheiden wir aus und kommen gar nicht mit nach England. Dann hätten wir in England gar nicht im Endspiel gestanden. Willkommen in Wembley beim Finale der 8. Fußball-Weltmeisterschaft zwischen England und Deutschland. Da kommt eine Flanke da innen, die Engländer haben eine Schusschance und kein Tor, das war wieder Glück. Keiner wusste, was los ist. Nur der Schiedsrichter wusste das. Nein, der Linienrichter gibt Tor, er hat den Ball im Netz gesehen. Wir sind ja nur kurz hingelaufen, aber die Königin war im Stadion und da wollte auch keiner meckern und groß Theater machen. Und da haben wir das hingenommen. Es gab ja noch den russischen Linienrichter, der sozusagen aus seiner Position gesehen haben will, dass der Ball hinter der Torlinie war. Der war auf der rechten Seite, der konnte überhaupt nichts sehen. Der wusste gar nicht, wo die Linie war. Alles das Blödsinn. Der Ball war nicht hinter der Linie, wird dir jeder sagen. Selbst die Engländer hatten ja kein sauberes Gewissen. Das haben wir ja anschließend gemerkt, ne? Ich habe eine große Zuneigung zu dem russischen Volk an sich. Trinkt gerne Wodka. Ja. Ist lebenslustig. Aber als diese Entscheidung fiel, ja, da habe ich das noch mal durchdacht. Für mich war das keine politische Frage, es war nur eine Fehlentscheidung. Das ist aber schlimm genug, denn wir hätten sonst vielleicht gewonnen. Ich bin übrigens nicht sicher, ob wir gewonnen hätten. Ja, was soll er machen? Er hat vorbildlich die Entscheidung akzeptiert. Das ist die Rolle eines Kapitäns. Der ist ja nicht sondern der muss ja auch Vorbild sein für seine Mannschaft. Das war er auch. Jetzt bist du Vize-Weltmeister. Ja, dann bitte, ist das nicht. Wieder mal Vize-Weltmeister. Verdammt nochmal. Ja. Aber spannend war es. Ja. Herzlichen Dank! Und nun haben Sie das Wort zu dem Schlachtruf, den wir in den letzten Wochen wiederholt gehört haben. Uwe! 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 Und er lässt die Menschen auf ihn zukommen. Wenn ich das heute noch sehe, etwas ältere Generation, so unsere Generation, die strahlen, wenn sie ihn sehen und schnacken mit ihm und er lässt das alles mit sich machen. Er antwortet, er ist nie aggressiv, er reagiert eben positiv. Ich bin ganz stolz auf dich, mein Mäuschen. Sonst fange ich noch an zu heulen. Ja.
dann Uwe, nein, Leer von links. Wo soll er denn hinspielen? Sind hier drei Mann. Dann Uwe Dela, jetzt ist Tor. Hast du eine Erklärung dafür, weshalb Uwe so ein artistisches Meisterstück gelungen ist? Es war für mich etwas selbstverständlich. Ja, es konnte nur Mäuschen machen und er hat sich eingesetzt. Es war für mich, dass er es gemacht hat, war für mich klar. Das Hinterkopftor in Mexiko. Ich weiß, wie hast du? Ja, ich konnte ja nicht anders mehr. Ja, wie denn? Der Kopf war gerade noch so hin für den Hinterkopf da. Ja, und dann habe ich den mal hingehalten und bumms, war das Tor. Mexiko mit so einem Tor, mit dem Kopfballtor rückwärts, das ist ja ein Tor, das wird es heute in der Form auch nicht mehr geben. Oh! Uwe Seeler schöpfe das 2:2. Das war ein Erlebnis, also toll, ihr glaubt das gar nicht. Sie ist ja grundsätzlich später zurückgefahren als ich. Nein, das stimmt nicht. Nein, aber ich war sie schon bei einem Spiel. Sie hat eine Woche nachgefeiert. Es war einfach toll. Er macht das Spiel, wenn sein muss, auch allein. Vergiss den Uwe nicht, sonst versäumst du deine schönsten Stunden. Vergiss den Uwe nicht, alle Tage lang. Ihnen allen kann ich versichern, und das fällt mir gar nicht schwer, dass ich auch in Zukunft genauso bleiben werde, nämlich der Uwe Seeler, der ich immer gewesen bin. Das kann ich Ihnen versprechen. Uwe, einer von uns, das ist der Titel des Films. Weshalb trifft das auf Uwe zu? Viele Menschen haben ihm persönlich die Hand reichen dürfen und haben dann festgestellt, Mensch, das ist ja ein ganz normaler Mensch, Uwe Seeler. Also ich persönlich, wenn ich was dazu sagen darf, ich habe mich immer stinknormal gefühlt. Ich kann gar nicht anders, als ich bin. Also ich bin einfach normal und war auch immer bestrebt, normal zu bleiben. Dass wir den Regen abstellen. Wie ist es sonst? Ja, auch gut. Ja. Ja. Sieht wieder gut aus im Gesicht. Ja. Bist du gestolpert über was? Von der Terrasse bin ich etwas hoch in unser Haus. Ja. Und dann habe ich die Tasse und das Geschirr fallen lassen. Und dann bin ich so weggeknickt und mit der ganzen, mit dem Gesicht voll ins Geschirr. Und das hängt hier alles und geblutet. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Ja, ja. Ja. Hamburger Schmuddelwetter, ne? Ja. Ja. Aber ich habe, glaube ich, rutschfeste Sohlen, damit ich nicht auf die Schnauze falle. Soll ich das Hemd überziehen? Mein Leben braucht eine Unterschrift. Dankeschön. So, super, ich bedanke mich. Hoffe nicht. So. Es ist schön, dass es Sie gibt und dass Sie uns so viel Freude überbereitet haben. Alles Gute für Sie. Dankeschön, das ist nett. Erst noch bleiben. Ja, da. Ich bleib hinter. Nein. Ja, halt. So, wunderbar. Was wäre Uwe Seeler ohne Hamburg? Oh, da bin ich ein bisschen traurig. Ich bin gerne in Hamburg und liebe diese Stadt. Und Hamburg ist eine schöne Stadt.
Das ist ja nicht abzustreiten. Das macht keiner, der meiner, wo ich gewesen ist. Dicker, dass du das hier reingeschafft hast, ist so stark. Ich glaube, Hamburg wird immer eine schöne Stadt sein. Auch ohne Uwe Seel. Uwe, wie geht's dir? Nicht ganz so gut, aber doch auch gut. Denn ich bin auf dem Weg der Besserung. Gibt es irgendetwas am Älterwerden, wo du sagst, das ist jetzt schöner als früher? Ja, das ist schwer. Das ist schwer. Altwerden ist nichts für Feiglinge, aber wir können nicht vorweglaufen. Das ist der Werdegang, den müssen wir akzeptieren. Und du kannst nur hoffen, dass du nach Möglichkeit nicht so früh dran bist. Wie ist das, wenn so auch andere große Figuren der Gesellschaft, wir haben Wolfgang Schäuble interviewt, der hat auch gesagt, Uwe ist einer von uns. Es ist uns Uwe. Ich habe ja gespielt, um zu gewinnen und den Leuten Spaß zu machen. Und man kann nur noch so mal sein, wie man ist. Und das bin ich. Everything is free now. That's what they say. Everything I ever done. Und deswegen hat er auch dieses hohe Ansehen, nicht nur in Hamburg, sondern auch darüber hinaus, ohne dass er sich jemals verhoben hat. Der hat ja niemals gemeint, er müsse jetzt die Nation über alles Mögliche belehren, sondern er ist uns oben. Ich habe mitgezittert und alles Mögliche. Ich bin ja von Jugend an, ich habe Uwe, glaube ich, mit 15 kennengelernt und seit der Zeit schwärme ich, bin ich sein Fan. Ist doch logisch, es war toll. Ich glaube, wir sollten ruhig und gelassen sein und das genießen, was wir haben. Und wie lange steht in den Sternen, das weiß keiner. Und an die schöne Zeit zurückdenken. Und an die schöne Zeit denken, die wir wirklich gehabt haben. Ja. Wir können uns nicht beschweren. Nein. Ne? Wir haben eine schöne Zeit gehabt. Ich habe es mir genauso vorgestellt, wie es verlaufen ist. Ich bin glücklich damit gewesen. Bring me mit Frank Blasberg. Und das ist mein Thema. Abgehängt und unverstanden. Wie tief ist die Kluft zwischen Stadt und Land? Ganz weit draußen. Ohne Internet und Bus. Der letzte Laden dicht. Sind die Menschen auf dem Land abgehängt und unverstanden? Wird Politik nur für Städter gemacht? Und was muss passieren, damit die Jungen auf dem Land bleiben? Dörfer und Kleinstädte überleben. Hart aber fair. Dienstagabend auf Tagesschau 24. Umjubelt, verehrt, bewundert. Fußballprofis. Millionäre, Superstars in einer Hochglanzwelt. Wenn man mit dem, was man liebt, auch noch Geld verdienen kann, ist das definitiv schon ein Traumjob. Für ihn wird ein Traum wahr. Jari ist Jungprofi. Schafft er den Durchbruch? Mit 19 gilt Kevin als eines der großen deutschen Fußballtalente. 10 Jahre später kickt er in der 8. Liga. Du zeigst heute was, ne? Jeder kleine Fußballer träumt davon, Profi zu werden. Auch Michel, Torwart. 9 Jahre alt und schon ein Top-Talent. Zum Glück hat er nicht die Scheibe. Doch wie hoch ist der Preis, den Kinder zahlen müssen für ihren großen Karrieretraum? Deck mal den Tisch. Mach mal Mädchen, Schälchen, Gläser. Als wir Michel das erste Mal treffen, ist er 9 Jahre alt.
Also es geht viel um Fußball, klar, aber wir haben auch noch andere Themen. Obwohl sich die Schwestern doch schon manchmal beschweren, dass es zu sehr um Fußball geht. Man macht ja außer Fußball sonst eigentlich nichts. Und wenn er kein Training hat, dann verabreden sie sich zum Fußball. Meine Nudeln kochen. Michel lebt mit seinen Eltern und zwei Schwestern in Holm-Seppensen nahe Hamburg. Wir werden ihn von nun an 3 Jahre lang begleiten. Der kleine Junge träumt von einer großen Karriere. Und warum willst du Profi werden? Weil Fußballspielen Spaß macht. Jede freie Minute wird gebolzt. Michel steht dann immer im Tor. Er hat Talent. Darauf ist sogar schon der Deutsche Fußballbund aufmerksam geworden. Michel bekommt dort Extratraining.